Hallo Leute, ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um das iPad Mini. In meinem letzten Video berichtete ich bereits darüber, dass ein neues Mockup zum iPad Mini veröffentlicht wurde, was meiner Meinung nach sehr schick aussieht. Dies revidiert die bisherigen Gerüchte und zwar handelt es sich dabei natürlich um das kleine und 7,85 Zoll Display und das soll, wie man schon auf den Fotos sieht, wirklich viel kleiner sein als das Display des iPads und sogar nur ein wenig größer als das vom iPhone 5, was sehr erstaunlich ist. Dann wird es noch einen kleinen Dock-Connector haben, den wir auch schon in den weiteren neuen Geräten von Apple jetzt sehen und das Ganze soll ein paar kleine Designänderungen haben, die dann auf den Kanten und Ecken basieren werden. Und der Vorteil dieses kleinen iPad Minis ist natürlich, dass es einfach besser zu transportieren ist, aufgrund dessen, dass es einfach kleiner ist und dass es im Alltag eigentlich dadurch etwas nützlicher. Und der Vorteil ist auch, dass es viel billiger ist, da ein iPad wirklich ziemlich teuer ist. Aber man muss schon sagen, da bekommt man doch wirklich Qualität. Aber da wäre es doch von Apple wirklich schlau, wenn sie für ein qualitatives Tablet, was auch billiger ist, auf den Markt bringen würden. Das würde vielleicht an der Funktionalität ein bisschen nachlassen. Man weiß zum Beispiel nicht, was mit der Kamera ist und sonstige Neuerungen. Ob ein Retina-Display drin ist, auch nicht. Aber nun zu den neuen Gerüchten, über die es in diesem Video hier handeln wird. Ich habe in meinem letzten Video zum iPad Mini erwähnt, dass ich mir ein Release des Tablets noch diesen Herbst vorstellen könnte. Vielleicht sogar schon diesen Oktober. Ich wollte dort keine Zahlen nennen, da ich dachte, das behalte ich lieber für mich. Ich hatte dann mich noch etwas im Hinterkopf. Nun haben wir die Bestätigung und zwar vermuten Analysten, dass das iPad Mini wirklich noch diesen Oktober von Apple auf einer Keynote vorgestellt wird. Und zwar vermuten Analysten, dass am 10. Oktober, also genau in 9 Tagen, die Einladung von Apple an die Presse, Pressemitglieder, die auf der Keynote dann auch dabei sein werden, dass die am 10. Oktober verschickt werden von Apple und dass eine Woche später dann am 17. Oktober die Keynote ist und wir dort dann das neue iPad Mini vorbestellt bekommen und dass es dann, demnächst dann released wird. Man weiß nicht, ob es noch direkt im Oktober auf den Markt kommt oder jetzt erst im November. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so Ende Oktober verlaufen wird, aber das kann man auch momentan nur vermuten. Ich könnte mir gut vorstellen, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das iPad Mini im Vordergrund dieser Keynote stehen wird. Allerdings werden noch andere Geräte kommen und da könnte ich mir vorstellen, dass Apple das iPad Mini Event mit einem Mac Event verpackt und dass wir dort die neuen Macs sehen, sprich den neuen iMac und das neue MacBook Pro 13 Zoll mit Retina Display und möglicherweise vielleicht auch einen neuen Mac Mini und einen neuen Mac Pro, aber dort ist man sich auch noch nicht ganz einig. Das Ganze sind natürlich nur Spekulationen, man weiß es natürlich nicht, aber trotzdem würde ich mich freuen, falls ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr zum iPad Mini steht und zu der Keynote. Lasst doch vielleicht ein Abo da, falls ihr keine neuen Videos verpassen wollt. Auf meinem Kanal bleibt ihr nämlich immer über alles informiert. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Ciao Leute, euer Jailbreak-Profi.